Der M erlebte einen furiosen Abend im Leipziger Eiskeller, auch bekannt als Jugendclubhaus Erich Zeiger. Und den Bericht liest Roland Obanski. Die Veranstaltung ist eine regelmäßige, heißt Rockladen und wird unregelmäßig von der IG Rock Leipzig gemacht. Trotz miserabelster Werbung, leider typisch für Leipzig, eine klitzekleine Meldung in der LVZ desselben Tages, gab sich das übliche Publikum einstellig ein. Kunterbunte Szene-Groupies, Althippies mit den unvermeidlichen Gobelin-Taschen und Jungpunker als Pogo-Nachwuchs, biertrinkende Studenten und nicht zuletzt ca. 96% der Leipziger Jungmusiker. Nahezu jede Band, ob Pop, Punk, Blues oder Jazz, entsendet pflichtgemäß einen Beobachter. Angekündigt waren neben Kaltfront noch Funkreich aus Berlin und irgendeine Band aus Halle, also ein wahrlich interrepublikanischer Abend. Die Band aus Halle war dann doch aus Leipzig, hieß Al-Mafs Trio oder Al-Mufs Trio und war dann doch ein Duo, ein Saxophonist, der nach jedem zweiten Titel zitternd erklärte, dass er wahnsinnig aufgeregt sei, und ein versierter, aber sichtlich gelangweilter Gitarrist. Die machten dann ein bisschen Peter Gunn und so, stinklangweilig, gleich wieder vergessen, abgehakt. Danach sollte eigentlich Frankreich spielen, die waren aber noch nicht angereist, eine kleine Pause entstand und dann zog man Kaltfront vor. Erwartungsgemäß versammelte sich die Pogo-Gemeinde an der Rampe. Die Band erschien und begann mit der ersten Note schon den Saal mörderisch zu heizen. Meine Füße und Hüften begrüßen die Musik mit einem angenehmen, überraschten Grinsen. Aber welche Enttäuschung an der Rampe. Die Schwarzbunten wippen ein wenig, zwei beginnen sich zu schubsen, enden aber gleich wieder mit verschämtem Kichern. Also nein, die Jugend von heute, sagt meine innere Stimme, ich bin 22 Jahre, oder wie heißt es so schön von dem Bauer, der nicht alles frisst? Da kommt der glückliche Zufall, der den Abend retten soll, zu Hilfe. Einen Titelvorschluss reißt dem Gitarristen eine Seite. Trotzig verkündet Kaltfront, ich kann ihre Enttäuschung verstehen, dass sie nach der Reparaturpause den einen Titel noch spielen werden. In der Pause ins aufkommende Gemurmel, Stühlerücken und Gläserklirren hinein erscheinen die Funkreicher, stellen ihre Koffer auf die Bühne und verschwinden wieder. Schließlich kommt Kaltfront wieder aus der Garderobe und nach einem fragenden, doch unbeantworteten Blick auf die fremden Koffer beginnen sie das angekündigte Ende. Und das Wunder geschieht. Die Punks erwachen aus der Hypnose und 6, 8, 10, 12 von ihnen erobern mit Kängurusprüngen die Tanzfläche. Der Saal erscheint wie ausgewechselt, alles drängt sich heran, auch mich hält nichts mehr in der Garage. Die Band hängt selbstständig eine Zugabe an und will klammheimlich verschwinden. Aber nicht mit uns, meine Herren. Sie kommen wieder und das glückliche Missverständnis ist perfekt. Der Sänger erklärt, dass sie für eine dritte Band einspringen müssen, and the show goes on. Nach weiteren 3 bis 4 Titeln geht das Material aus. Die Band beginnt ihr Programm von vorn. Egal, der Saal rockt und twistet mit Gott für König und Vaterland. Vor mir sitzt ein besoffener Student und faselt, es ist doch eigentlich nur Fun-Musik, ihm fehlt die soziale Reflexion. Scheiße, Alter, hau ab und geh lieber arbeiten. Und der Schweiß läuft mir in Strömen. Jetzt erklimmt ein junger Herr im schweren Ledermantel die Bühne und beginnt zur Musik mit einem pseudo-englischen Punk-Rap-Gesang. Er entpuppt sich als André von der Mad Affair und alle sind begeistert. Der Kaltfront-Sänger verlässt beleidigt die Bühne und überlässt seine Kollegen dem André und dem dazugekommenen Hatz von Mad Affair. Freude auf der Bühne und im Saal, die Techniker wuseln herum und versuchen laufend alles nachzurichten. Schließlich wirft Kaltfront erschöpft das Handtuch und letztmalig droht ein Auftritt von Frankreich. Da greift André in die Vollen und holt die fast komplett anwesende Art-Mannschaft auf die Bühne. Nur der Sänger ist nicht da. Den markiert weiter André. Die Band versucht es zunächst mit Klassikern wie Irish Coffee, geht dann aber auch zu 20-minütigen Pogo-Improvisationen über. Der Saal brodelt, die Wände wackeln und die Veranstalter sind fassungslos. Gegen 23 Uhr verlassen dann die Artisten Gumpi, André und Christoph die Bühne. André the Mad hat noch nicht genug und hängt sich eine Gitarre um. Nach 3 Akkorden verlöschen Licht und Strom auf der Bühne. Die Tänzer hängen erschöpft über den Stuhllehnen, der Schweiß steht knöchelhoch auf der Tanzfläche, die bedauernden Schlussworte des Veranstalters verhallen ungehört. Fazit: Für Frankreich und die Veranstalter war es bitter, aber irgendwo auch selbst verschuldet. Und fürs Publikum
war es ein großer Abend. Und das ist doch wohl das Wichtigste.